und herzlich willkommen zu einem neuen Food Talk, ausnahmsweise mal wieder. Und ich fange mit dieser Tüte an. Wir haben, also das haben wir jetzt im Denner gekauft. Einmal Zitronen, Ingwer-Zitronentee. Dann Schoko-Joghurt, ich glaube 10 oder 12 Stück. Schatz. Und einmal Müsli. Und ich glaube, ich muss einmal ein Licht anmachen, dass ihr es besser sehen könnt. Ich glaube, jetzt ist es besser. Also nochmal Müsli, Schoko-Joghurt und dann ganz normaler Ingwer-Zitronentee. Genau. Und dann waren wir im Mikro gewesen und haben dort Milch gekauft, 2 Pack. Dann Joghurt, das waren 6 Stück. Ich habe schon einen gegessen, weil Hunger hatte. Und jetzt geht's weiter mit dem hier. Aber wir haben dann noch einmal Cola Zero geholt und Lachsfilet, aber der ist schon in der Gefrier unten im Keller drin. Deswegen kann ich den euch nicht mehr zeigen. Dann haben wir einmal Sofrito Arrabbiata. Dann Mascarpone und Cherry-Tomaten und Spinat, Käse, Pasta. Das ist wirklich, wenn man abends Hunger hat, dass man schnell sich noch was machen kann. Einfach sowas. Dann haben wir einmal Farfalle. Diese hier. Dann Olivenöl, dann gehackte Tomaten, dann einmal Hackfleisch gemischt, das sind 600 Gramm, dann einmal Sauerhalbrahm und einmal Soßenhalbrahm. Dann 2-mal Laufschild, einmal den Lione und einmal Salami. Dann Sauerkraut gekocht. Banane. Ziegenkäse, einmal dann Naturjoghurt, 4 Stück, dann einmal für Schatz Nivea Men Deo. Paprika, Parmesan, 120 Gramm, 2 Zitronen, zwei Karotten für ein Rezept, da habe ich irgendwie 50 Gramm gebraucht. Keine Ahnung. Ich habe einfach 2 genommen, weil eine ganze Packung wollten wir nicht nehmen, weil das viel zu viel wäre. Logischerweise. Dann haben wir einen Blätterteig. Genau. Und die letzten 2 Sachen. Einmal Maisgrießpfann, also Polenta. Und eine
Creme, Seife. Genau, damit möchte ich gerne was testen, mal schauen, wie es klappt und läuft. Genau, das war jetzt so unser Einkauf für die Woche. Zusammen hat das um die 90 Franken gekostet und ich hoffe, das reicht für die Woche. Sollte aber, und ja, ich werde mich jetzt gleich ans Kochen machen, weil wir nämlich Hunger haben. Und es auch schon gleich 12 ist. Und deswegen verabschiede ich mich von diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich werde versuchen, wieder öfters Food Hauls zu drehen. Und ja. Genau, deswegen verabschiede ich mich jetzt auch. Ich habe euch heute alles gezeigt. Und wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, was auch immer. Und sag Tschüss.